Ich kann's nicht glauben, wir fahren wirklich zu Pacific Coast High! Pacific Coast ist meine Lieblings-Reality-Show. Dann treffen wir Phaedra Westwood und Harper Dune. Na kommt, bevor ihr fahrt, gucken wir noch die neue Folge zusammen. Gut, aber wirklich nur eine Folge, okay? Ich kläre zwar keine Mordfälle auf, aber ich finde immer ein Motiv. Ich habe drei Regeln. Leg dich nicht mit meinen Freunden an, läster nicht über mein Outfit und kein Surfen bei Nacht. Schlechte Vibes sind wie falsche Perlen. Ich reagiere auf beides allergisch. Das Meer ist die beste Inspiration für meine Kunst. Es ist tiefgründig, genau wie ich. Ich kümmere mich um mich selbst, meine Haut und jede Form von Drama. Und ich bin der Star dieser Show. Also, ich war letztens am Strand und da habe ich diese super schönen Muscheln gefunden und... Das ist eine Rettungsschwimmerpfeife, Simone. Diese Dinger retten Leben. Das hier ist genauso wichtig, Hallie. Hört mal her. Unsere neue Schulleiterin kommt heute an. Und wir haben eine ganz besondere Willkommensparty für sie geplant. Was? Im Ernst? Und wer ist es? Es ist Paris. Das ist die fetteste Lüge, die ich gehört habe, seit Margot sagte, der Ozean hätte ihre Hausaufgaben gefressen. Hey, Pacific Coast High. Hier ist eure neue Schulleiterin, Paris Hilton. Ich bin sicher, das wird eine gute Zeit mit euch. Bis dann. Ich freue mich. Wow. Hat irgendjemand meine Spraydosen gesehen? Ich muss mich vorher noch fertig machen. Diese Party wird einfach nur krass. Naja, wenn ein gewisser jemand keinen Mist baut. Ich werde mal lieber keinen Namen nennen. Finn. Phaedra hat irgendwie ein Problem mit mir und ich habe echt keine Ahnung, wieso. Glücklicherweise mache ich mein eigenes wasserfestes Bio-Make-up und deshalb sehe ich einfach immer perfekt aus. Oh, Finn, du bist so anstrengend. Wie sieht mein Make-up aus? Perfekt. So wie immer. Und hast du Finn schon gefragt, ob er mit dir ausgeht? Nein. Oh, ich meine, wir sind gute Freunde und... Naja, ich weiß nicht, was er darüber denkt. Wäre es nicht so romantisch, deinen besten Freund zu daten? Ich musste einfach diesen Blick fotografieren. Keine Bange, auf der Party heute mache ich noch ein paar schönere Fotos. Margot und Phaedra sind total verrückt nach Finn. Aber ich habe ein Bild in seinem Spind gesehen, das ich von ihm gemacht habe. Und das heißt ganz sicher, er steht auf mich. Aber ich stehe sicher nicht auf ihn. Ich meine... Das ist mein absolutes Lieblingsfoto vom Meer. Im Ernst, ich muss ein Bild davon malen. Ah! Nein! Wieso hast du eigentlich immer deine Kamera vor den Augen? Simone, pass auf, wo du hintrittst. Du hast dein Make-up auf dem Boden gelassen, Phaedra. Das ist ein Beauty-Verbrechen! Wie bitte? Ich meine, wenn du deine eigene Make-up-Linie hättest, die dir etwas bedeutet, dann wüsstest du, wie es sich anfühlt, wenn man darauf herumtrampelt. Aber du hast keine! Also tu nicht so, als würdest du das ansatzweise verstehen! Was genau ist da passiert? Sorry, ich muss mich auf meine Performance für Paris konzentrieren. Ich kann mich da nicht einmischen. Ich muss meine Stimme schonen. Sie ist hier! Paris! Hallöchen, Pacific Coast High. Sorry, Harper. Sieht aus, als wäre ich jetzt der Star dieser Show. Mein Job als Schulleiterin ist es, euch zu inspirieren und zu fordern. Und ich will wissen, was hier so abgeht. Also schießt los. Naja, wir sprachen gerade drüber, wie Simone mit ihren ungeschickten Stampfern auf mein Make-up getreten ist. Hier ist mein Notfallersatz-Make-up. Ohne das gehe ich nie aus dem Haus. Das ist... So krass! Oh, wow! Vielen Dank, Miss Hilton! Aber gern. Dann weiter im Text. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und jede Folge eurer Show gesehen. Dabei habe ich viel gelernt. Und an meinem ersten Tag
möchte ich euch allen etwas mit auf den Weg geben. Zuerst mal Helly. Du bist eine tolle Designerin und eine loyale Freundin. Und als Rettungsschwimmerin rettest du einfach jeden Tag. Aber du musst dir auch Zeit für dich selbst nehmen. Sei deine eigene Heldin. Wow. Harper, du konzentrierst dich nur auf deine Kunst. Aber du musst dich auch um deine Freunde kümmern. Sonst verlierst du noch deine Leidenschaft. Und das ist nicht cool. Simone, du siehst dein ganzes Leben durch deine Kamera. Und deine Fotos sind fantastisch. Aber du solltest dich nicht dahinter verstecken. Sonst verpasst du was. Margot. Da haben sie recht. Dankeschön. Haben die beiden etwa telepathisch kommuniziert? Phaedra, du bist der Wahnsinn. Das ist völlig klar. Aber manchmal musst du das Rampenlicht auch mit deinen Freunden teilen. Wenn du das tust, fühlst du dich selbst auch besser. Und zu guter Letzt, Finn, du gehst komplett in deiner Kunst auf. Aber während du nur Augen für deine Kunst hast, haben all diese Mädchen nur Augen für dich. Was? Nein, auf Gott, ja. Okay. Was soll das heißen? Also ich mit Sicherheit nicht. Okay, meine lieben Studenten. Morgen arbeiten wir daran, wie wir das Beste aus uns herausholen. Aber heute feiern wir. Yes! Ich habe extra für sie eine Party organisiert. Ich meine, wir alle haben das. Gefällt mir. Dann legen wir jetzt mal los. Hey. In der nächsten Folge von Pacific Coast. Arschbombe! Das ist alles? Was ist denn jetzt bitte mit der Party? Genau. Am Ende gibt's immer einen Cliffhanger. Also, ich kapier's nicht. Wieso stehen alle auf Finn? Seine Kunst ist der Wahnsinn, aber er ist so uncool. Ich weiß ja nicht, Gabby. Finn und ich sind zusammen aufgewachsen und ich glaube, ihr zwei würdet euch gut verstehen. Ach, dieser Trip wird einfach unglaublich. Yeah. Oh, got a California state of mind. Need an ocean breeze on an endless summer night, where it's sunny all the time. Everybody's famous and fabulous. You can believe the hype. Come on and catch the wave. Classic like Golden Ray. Just like West Coast kind of vibe, hey. Chilling on the beach till we see the city lights. We can do anything we want, but we just wanna have a little fun. Wollte ich noch loswerden. Ich hoffe, in Malibu gibt's Klimaanlagen.
mich so, wieder zurück zu sein in unserer wunderschönen Rainbow High. Die Pacific Coast High ist wirklich schön, aber Sand ist noch schwieriger loszuwerden als Glitzer. Nein, danke. Hi, wie geht's euch? Ich hab euch ja so vermisst. Was haben wir verpasst? Nicht wirklich viel. Eigentlich war alles wie immer. Dieselben Hausaufgaben, dasselbe Drama. Und selbstverständlich waren Laurel und Holly die reinsten Engel. Und bei den Aces lief natürlich wieder alles absolut perfekt. Sorry, meine Frisur saß nicht richtig. Und wie immer rennen wir in letzter Sekunde zum Unterricht. Bis später. Sunny, ist alles okay? Es ist, als wäre ich in die Vergangenheit befördert worden. Und da ist alles so dunkel. Wow, deine Projekte sind plötzlich alle schwarz-weiß. Wo sind die Farben hin? Ah, dieser Schwarz-Weiß-Look hat was. Aber das passt irgendwie gar nicht zu dir, Sunny. Ich würde niemals auf Farben verzichten. Aber sie ganz bestimmt. Das ist so typisch. Das kann wer? Doch nicht wahr sein. Zuerst meine K-Pop-Poster und jetzt meine Kunst. Alles okay, nein, Sunny? Sie kann was erleben. Handgefertigte Glasperlen. Das hat Wochen gedauert. Und das ist ein spezieller, extra starker Schmuckfaden. Wow. Das ist ja sowas von cool. Oh nein. Wie konnte das passieren? Ich hab doch... Hitzeempfindlicher Faden? Ich hab sicher extra starken Schmuckfaden benutzt. Oh, irgendjemand hat den Faden ausgetauscht. Wer tut sowas? Okay, ich habe einen neuen Track gemacht, der irgendwie ziemlich gut zu mir passt. Und zwar, weil er poppig ist. Rainbow High! Macht euch auf was gefasst! Okay, was ist das? Hast du das mitbekommen? Richtig unheimlich. Diese Stimme. Ich kann sie immer noch hören. Diese ganzen Perlen. Alle auf dem Boden. Vielleicht war das nur ein Streich. Ein Streich von gewaltigen Ausmaßen. Wer würde sowas tun? Naja, vielleicht waren es die Modegötter. Niemals! Die Modegötter würden nie im Leben ein perfektes Outfit ruinieren. Da bin ich sicher. Nein, diese sogenannten Streiche schreien förmlich Shadow High. Ja, sowas von Shadow High. Shadow High? Heißt das, diese Hochschule gibt es wirklich? Ich dachte, die Shadow High wäre eine ganz normale Schule. Was ist hier los? Du denkst also, dass sie irgendwas damit zu tun hat? Na ja, an alle Studenten der Rainbow High, bitte kommt umgehend in den Hörsaal. Wir haben eine ganz normale Versammlung. Das kommt nicht von mir. Meine Güte, müssen wir das jedes Jahr durchmachen? Wo ist Miss Wright? Denkst du, die haben sie erwischt? Nein, die haben mich nicht erwischt. Und ganz im Ernst, Rainbow Vision soll einfach nur ein fairer Musikwettbewerb zwischen den zwei weltbesten Hochschulen sein. Bei dieser Sache geht es doch nicht um uns gegen... mit jedem Jahr fangen diese kindischen Streiche zwischen der Rainbow High und der Shadow High vor dem Rainbow Vision Contest früher und früher an. Die Rainbow High sollte sich besser anschnallen. Die Shadow High wird euch beim Rainbow Vision zeigen, wo es lang geht. Ihr habt uns viel zu oft in den Schatten gestellt. Doch dieses Mal sind wir an der Reihe. Die Shadow High wird endlich im Rampenlicht stehen. Eine Sonnenfinsternis steht bevor. Shadow High, die denken doch echt, die machen uns Konkurrenz. Nein, die machen uns sicher keine Konkurrenz. Die Rainbow High gewinnt jedes Mal. Die Shadow High besteht nur aus Losern. Die Shadow High kann uns keine Angst machen. Ich meine, am Ende gewinnen wir immer.
Naja, ein bisschen gesunder Wettbewerb kann nicht schaden. Wisst ihr noch, als sie es irgendwie geschafft haben, die Einhornstatue auf das Dach der Hochschule zu bekommen? Ich dachte immer, dieser Streich wäre nur eine Legende. Shadow-High-Studenten sind nur Legenden in ihrer verdrehten Fantasie. Hast du ihre Visagen gesehen? Ich war irgendwie abgelenkt von ihren langweiligen Standard-Outfits. Langweilige Outfits, unbezahlbare Blicke. Naomi! Was? Was ist denn bitte los? Ach, nichts, nur deine Haare. Ja, ich war noch nicht fertig. Oh Gott! Was ist denn los, Sunny? Warum hast du uns hergerufen? Naja, ich muss euch die Wahrheit sagen über die Shadow High. Hä? Ich hab Angst. Vielleicht wird bald auch jeder von euch Opfer dieser Streiche. Also, ich kenne jemanden an der Shadow High. Was? Wen? Meine böse Zwillingsschwester. Hey, wie ist es gelaufen? Wir haben ihre Aufmerksamkeit. Die Rainbow High wird untergehen. Unglaublich. Also, bis du das Gleichgewicht verloren hast. Natürlich war ich unglaublich, Luna. Aber die Sache mit dem Fliegen funktioniert nicht. Ich bin raus. Aber das ist die entscheidende Szene des Films. Du übernimmst endlich die Kontrolle über deine Designs. Du schwebst durch die Lüfte und lässt deiner Fantasie freien Lauf. Luna, in meinem Fashionfilm muss nicht geflogen werden. das ist mein Fashionfilm. Ich habe die Hauptrolle. Ich mache die Designs und ich model. Und das ist nicht mein Film? Nein, denn ich bin die Regisseurin. Und? Und ich will noch einen Take. Wenn Chanel sagt, sie hat genug, hat sie genug. Und ich wäre ein guter Ersatz. Nein, wärst du nicht, Natascha. Es gibt keinen Ersatz für... Chanel Onyx. Okay, du hast recht. Für Natascha Siemer gibt es auch keinen Ersatz. Oh, ich habe hier was für dich. Du musst genug trinken. Sag mal, willst du, dass mein Lippenstift verschmiert? Nee, trägst du keinen wasserfesten Lippenstift? Ich meine Lippenstift? Also wir zwei müssen unbedingt mal shoppen gehen. Luna, das Seil zu halten ist echt anstrengend. Mein Coach sagt, ich muss alle 60 Minuten trainieren. Chanel, ich dachte, wir waren uns einig. Wir müssen diese Szene drehen. Dieses Projekt ist echt wichtig. Nur über meine Leiche. Sag sowas nicht, Chanel. Ich meine das doch nicht wörtlich. Weißt du, in den Niederlanden sagen wir, et sieht weiß noch. Das sitzt wie ein Schnurrbart. Das heißt, mach dir keine Sorgen. Was gibt's Neues? Ich lerne gerade Holländisch. Ich meine, was diesen Streit angeht. Oh, echt unterhaltsam. Da geht's richtig ab. Du hast alles gekriegt, was du wolltest. Ein Regiestuhl, isotonische Getränke und frische Früchte. Die Ananas von heute Morgen war aus der Dose und das weißt du auch. Aber sie ist irgendwann mal frisch gewesen. Sind die nicht eigentlich befreundet? Yep. Chanel, Luna, streitet nicht. Aber wenn das echt nötig ist, dann macht eine richtige Szene. Kommt schon, unterhaltet mich. Das meinst du nicht ernst. Na los, verschwinde. Komm, lass uns abhauen. Willst du mit uns essen, Luna? Wir müssen diese Szene drehen. Daraus wird aber nichts. Ich bin raus.
Du kannst nicht einfach aufhören. Einfach aufhören? Ich? Bitte. Ich gehe ja nicht einfach so. Ich werde mich vorher noch verabschieden. Bye. Hey, Naomi. Sprich mich nicht an. Sieh mir nicht in die Augen und atme nicht meine Luft. Du solltest dich geehrt fühlen, die gleiche Luft wie Chanel zu atmen. Dreht euch um. Zurück in die Mitte des Raumes. Aber zum Café geht's da lang. Und für euch zwei geht es jetzt hier lang. Wer kennt die Hochschule Rainbow High? Wer denkt, die Rainbow High ist besser als die Shadow High? Ach, wirklich? Dann werdet ihr das wohl auch beweisen müssen. Aber wir... Klappe! Luna Madison! Jetzt haben die wichtigen Leute das Wort. Wir haben der Rainbow High gerade ein paar epische Streiche gespielt. Aber leider haben wir auch ein großes Problem. Oder, Veronica? Wir haben uns die besten Projekte der Rainbow High von diesem Semester angesehen. Und wir sind etwas besorgt. Ist das deine böse Zwillingsschwester? Ja. Oh, so böse! Ihre Kunst ist so öde. Was die machen, ist sowas von gewöhnlich. Ja, warum sind die bitte so von sich überzeugt? Wieso? Sie haben Talent und wir haben auch Talent. Darum sind wir Rivalen. Ihr habt also Talent, ja? Immerhin sind wir doch an der Shadow High. Fragt sich bloß, wie lange noch. Beweist uns, dass ihr besser seid als die. Warum? Wir wissen doch schon, dass wir besser sind. Was ihr zu wissen glaubt, ist uns Wayne. Sagt mal, wer ist denn dieser Wayne? Zeigt uns eure fertigen Projekte bis heute Abend, 8 Uhr. Die Abgabe war doch erst nächste Woche. Und jetzt ist sie heute Abend. Weiß die Schulleitung Bescheid? Wenn du diese Frage überhaupt stellen musst, dann frag dich lieber gleich, was du an der Shadow High verloren hast. Okay, ich muss das loswerden. Die sind der Wahnsinn. Okay, Leute. Wir sind an die Shadow High gekommen, um uns künstlerisch zu entfalten. Und das ist unsere Chance. Zeigen wir ihnen, wo der Hammer hängt! Bin dabei. Ich auch. Und ich erst. Nur noch 6 Stunden bis zur Abgabe. Wir können alle die Uhr lesen, Ash. Wirklich? Auch die mit Zeigern? Ziemlich peinliches Video von Chanel. Peinlich, aber witzig. Natascha, wieso riechst du wie Neuschnee an einem Wintertag? Feines Näschen. Das ist eine der 2 Komponenten von meinem neuen Duft. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Danke. Die 2. Komponente ist ein Extrakt aus Lilienblüten. Das Parfum müsste jeden Moment fertig sein. Wehe, ich habe gleich auch nur einen Tropfen Farbe auf meinem Kleid. Entspann dich, du machst doch sowieso 5 neue davon. Ich mache eine Kleiderkollektion, Nicole. Nice, bekomme ich dann einen Freundschaftsrabatt? Meine eigene Mutter kriegt keinen Rabatt auf meine Kollektion, Nicole. Mehr Licht? Nein! Hey, kann ich mit dir reden? Okay. Also, die Flugszene fällt weg. Selbstverständlich. Ja, unser Film funktioniert auch so. Du hattest recht. Luna Madison gesteht sich einen Fehler ein? Nein. Es gehört eben zum kreativen Prozess, Risiken einzugehen, Fehler zu machen und... Okay, ich lag wohl falsch. Habe ich mir gedacht.
Also, willst du noch mit mir drehen? Aber sicher, du triffst immer meine Schokoladenseite, auch wenn das bei mir nicht schwer ist. Erstsemester, die Zeit ist um. Okay, soll uns das hier etwa beeindrucken? Dann wollen wir mal sehen. Wie chaotisch. Aber es spricht mich an. Tut irgendwie in den Augen weh. Aber es ist gut. Sicher keine Sneaker. Wir brauchen High Heels auf dem Podest, verstanden? Zur Abwechslung riecht Naomi mal gut. Das Kleid würde ich sogar tragen. Nicht, wenn ich es mir zuerst hole. Gute Arbeit, Erstsemester. Das war echt beeindruckend. Aber der Wettkampf zwischen Shadow High und Rainbow High ist nicht vorbei. Das ist erst der Anfang des intensivsten und härtesten Konkurrenzkampfes, den ihr je erlebt habt. Ihr solltet besser jeden Wettbewerb gewinnen. Wenn ihr uns enttäuscht, ist es aus. Worauf wartet ihr? Los! Aber du bleibst hier, Luna Madison. Wir müssen noch was besprechen. Also, es geht hier nicht um dich. Wir unterhalten uns gerade. Okay, aber ihr wolltet doch mit mir... Weißt du, was wir echt witzig finden? Was? Dass du glaubst, du könntest hier auf der Shadow High durchkommen, indem du nur das Allernotwendigste tust. Zum Totlachen. Weißt du, was ich auch zum Totlachen finde? Wir wissen ganz genau, dass du peinlicherweise Verwandtschaft an der Rainbow High hast. Und damit meinen wir, dass deine ganze Familie an der Rainbow High war, an dieser sogenannten Hochschule. Einschließlich deiner Zwillingsschwester. Na und? Das hat doch nichts mit mir zu tun. Dann kann es also nicht sein, dass du gewisse Sympathien für die Rainbow High hast? Auf keinen Fall. Mir ist diese sogenannte Hochschule egal. Genauso wie meine sogenannte Zwillingsschwester. Naja, wenn du meinst. Wir werden sehen. Du wirst uns schon beweisen müssen, dass du alles tust, was nötig ist, um an der Shadow High zu bleiben. Genau wie deine Freundin Versace. Chanel. Ja, sicher. Wir werden dich gleich mit einer sehr wichtigen Person bekannt machen. Und damit beginnt auch dein erster Test, damit wir sehen, wie weit du gehst, um die Rainbow High zu schlagen. Was denn für ein Test? Projekt Sonnenfinsternis. Phase 1. Und, das bedeutet... Hallo, Luna. Ich bin Heather Grayson. Hi. Ich, weiß, wer du bist. Wir hatten 5 Kurse zusammen in diesem Semester. Du, bist ein Special Effects und Make-up-Genie, oder? Selbstverständlich ist sie das. Aber sie ist noch viel mehr als nur das. Obwohl sie nur im ersten Semester ist. Ich weiß ja nicht, was ihr plant, aber wir sind offensichtlich besser als die Rainbow High. Müssen wir das wirklich noch beweisen? Was glaubst du, was die an der Rainbow High in diesem Moment gerade machen? Die überlegen sich kranke Tricks, um uns beim Rainbow Vision fertig zu machen. Das machen die! Was ist Rainbow Vision? Ist das dein Ernst? Oh, Herzchen... Also, uns ist da etwas Erschreckendes zu Ohren gekommen. Und zwar gibt es hier wohl ein paar Menschen, die nicht wissen, was der Rainbow Vision ist. Naja, das ist ja auch nur das mit Abstand wichtigste Event des ganzen Jahres. Ich habe davon gehört. Das ist was für die Musik- und Performance-Studenten, oder? Meine Parfums sind da wohl eher weniger gefragt. Außer vielleicht bei den Teilnehmern mit einem außergewöhnlichen Eigengeruch. Hör zu,
Alle Studenten der Shadow High müssen zusammenarbeiten, um diesen Contest zu gewinnen. Und dieses Jahr darf uns die Rainbow High dabei nicht im Weg stehen. Heather Grayson ist unsere Rainbow High-Sonderbeauftragte. Heather, spiel den Film ab. Hi, ich bin Heather Grayson, Rainbow Vision Fan und Expertin. Wenn ihr dieses Video sehen müsst, dann ist euch wohl nicht mehr zu helfen, weil ihr nicht mal wisst, was der Rainbow Vision ist. Ich sag's nochmal, ich kenne den Rainbow Vision. Der Rainbow Vision ist ein elitärer Musikwettbewerb, bei dem sich Studenten der besten Medien- und Kunsthochschulen der ganzen Welt zusammenfinden. Die Studenten performen nur ihre eigenen Songs und ihr könnt mir glauben, ihr kommt groß raus oder ihr geht nach Haus. Es gibt atemberaubende Auftritte, perfekte Choreografien und beeindruckende Kostüme und Set-Designs. Außerdem das wohl beste Special-Effects-Make-up der ganzen Welt und noch so viel mehr. Aber seid vorsichtig. Dieser Wettbewerb ist eine Schlangengrube. Kurz gesagt, die Rainbow High hat diesen Contest gehostet, bewertet und gewonnen. Und das ganze 7 Jahre in Folge. Das ist schon ganz schön merkwürdig, oder? Ja, das ist merkwürdig. Jedes Mal, wenn die Rainbow High gewonnen hat, ist beim entscheidenden Auftritt der Konkurrenz irgendwas Seltsames vorgefallen. Explodierende Nebelmaschinen, kaputte Instrumente, zufällig auftauchende Falltüren und die größte Todsünde von allen. Es wurde an den Schuhen herumgefuscht. Nein, nicht die Schuhe! Ich habe genug gesehen, die sind erledigt. Das geht schon lang genug so und ich habe geschworen, was dagegen zu unternehmen, als ich an die Shadow High gekommen bin. Dieses Jahr lassen wir nicht zu, dass sie damit davonkommen. Die Dinge werden sich ändern. Willkommen beim Projekt Sonnenfinsternis. Phase 1. Seht ihr? Wir müssen was unternehmen. Ich bin sowas von dabei. Phase 1 beginnt sofort. Und Folgendes werden wir tun. Man erfährt alle News zum Rainbow Vision nur bei Rainbow Vision TV. Und aus Gründen, die ich absolut nicht verstehe, wird diese Show exklusiv von der Rainbow High gehostet. Uah. Wir haben die Baupläne von ihrem Studio, also wird es nicht gerade schwer sein, das Set genau nachzubauen. Die Premiere ist heute Abend und jede Hochschule, die am Rainbow Vision teilnimmt, wird sie sehen. Das wird eine richtig große Sache. Und wir werden uns in ihren Livestream hacken. Aber wir müssen das genau im richtigen Moment machen. Wir haben nur eine Minute, um unsere Nachricht zu senden, bevor sie sich wieder bei uns einhacken. Ah ja, der berechtigte Doppelhack. Okay, also, und was dann? Was wäre das für eine Nachricht? Was sollen wir denn in einer Minute sagen, das den ganzen Contest auf den Kopf stellt? Oh, du wirst schon sehen. Los damit! Lasst uns gehen! Hi! Willkommen bei Rainbow Vision TV. Das ist die erste Sendung zum diesjährigen Rainbow Vision Contest. Ich bin River Kendall. Zunächst hat meine Co-Moderatorin Violet Willow ein Casting-Preview für uns. Sie wird uns einige der meist erwarteten Acts präsentieren, die wir später auf der Bühne sehen. Darunter auch die erste K-Pop-Band, die je beim Rainbow Vision teilgenommen hat. Ich bin schon komplett aus dem Häuschen. Violet? Danke, River. Ich bin eure... Los! Es ist soweit. Action! Hallo, Rainbow Vision TV. Wir unterbrechen eure alljährliche Schnarchveranstaltung für eine äußerst wichtige Sondermeldung. Beim Rainbow Vision wird es in diesem Jahr ein paar einschneidende Veränderungen geben. Beim Rainbow Vision wird es in diesem Jahr ein paar einschneidende Veränderungen geben. Was meinen Sie denn damit? Was? Was ist mit der Übertragung los? Nur ein technisches Problem. Bin dran. Ja, ich sehe, dass wir gehackt wurden. Ich muss nicht vorbeikommen. Ich krieg das Problem genauso gut von hier aus in den Griff, okay? Okay.
Ich habe ihnen gesagt, dass es Sicherheitslücken gibt, aber es hört ja keiner zu. Wir haben euch gewarnt, dass eine Sonnenfinsternis bevorsteht. Und jetzt ist sie da. Es ist soweit. Die Shadow High wird die Rainbow High endlich überschatten. Warum wird der Rainbow Vision immer von Rainbow High-Studenten gehostet, findet in ihrer Hochschule statt und sogar die Juroren werden von ihnen gestellt? Da ist es doch kein Wunder, dass sie 7 Jahre in Folge gewonnen haben. Wenn der Rainbow Vision eine Sportveranstaltung wäre, dann würde man das wohl einen Heimvorteil nennen. Ist das alles wirklich wahr? Ich meine, das Ganze heißt Rainbow Vision und die Rainbow High hat 7 Jahre in Folge gewonnen. Also... Und die Shadow High ist angefressen, weil wir den Contest gegründet haben und jedes Jahr gewinnen? Erzähl mir was Neues. Was kennen wir denn dafür, dass unsere Hochschule besser ist als alle anderen zusammen? Und dass Holly und ich als Moderatorinnen alle in den Schatten stellen? Über Jahre hinweg wurde dieser ach so faire Contest von niemandem überprüft. Bis heute. An alle Rainbow Vision Juroren. Die Shadow High hat ein Auge auf euch. Wie dreist. Alle teilnehmenden Hochschulen sollten die Chance bekommen, den Rainbow Vision auszurichten. Arme verblendete Shadow High. Bis auch die anderen Hochschulen die Chance bekommen, den Contest zu hosten, zieht sich die Shadow High vom Rainbow Vision zurück. Und die anderen Hochschulen sollten das Gleiche tun. 53 Sekunden. Kommt zum Ende. Geht auf die Shadow High Website und schließt euch uns an. Und jetzt zurück zu euch, Blake und Lila. Bye, bye, Hacker. Mein Name ist Violet und nicht Lila und ich glaube, das hier war Rainbow Vision TV, schätze ich, okay? Bye, macht's gut! Ich meine, ich hoffe, dass wir nächstes Mal ein paar Antworten für euch haben. Und wir sind raus. Was ist da gerade passiert? Okay. Ja, das hätte nicht besser laufen können. Und was jetzt? Kommt drauf an, was die anderen Hochschulen machen. Fürs Erste heißt es abwarten. Das war absolut perfekt, Madison. Naja, vielleicht gehörst du doch an die Shadow High. Hat Spaß gemacht. Guck mich nicht so an. Das Ganze ist noch nicht vorbei. Wir haben einen Kommentar. Und zwar aus Korea. Wir stehen zu euch, Shadow High. Und wir kriegen massenweise Likes. Das Video ist sogar schon geteilt worden. Von Malibu, Bengaluru und von Mailand. Wir kriegen Support von Mailand, der Weltmodehauptstadt. Da kann nichts mehr schiefgehen. Wir werden sehen. Habt ihr das auch mitbekommen? Entspannt euch alle mal. Der Rainbow Vision Contest hat Tradition und es wird sich nichts daran ändern. Naja, also vielleicht sollte sich ja was ändern. Nein, Holly und ich moderieren den Contest und daran wird sich auch ganz sicher nichts ändern. Es ist vielleicht nicht immer alles fair gelaufen, aber musste die Shadow High sich bei uns einhacken, um das klarzustellen? Manchmal muss man eben gewagte Schritte unternehmen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Ich sag nur, dass das für einen Musikwettbewerb echt übertrieben ist. Was sagst du da? Das ist nicht nur ein Musikwettbewerb, okay? Es ist auch eine Chance für zukünftige Reality-Show-Moderatorinnen wie uns, unser Handwerk zu verfeinern. Und es ist ganz offensichtlich, dass die Shadow High versucht, uns zu sabotieren und Laurel und mir die Zukunft zu verbauen. Letzte Nacht haben wir über 1000 Kommentare bekommen. Also das nenne ich mal einen guten Morgen. Und dazu noch hunderte von Shares. Und viele davon sind von Rainbow High Studenten. Shares und Likes sind eine Sache. Echte Veränderung eine andere. Leute, Rainbow Vision TV bringt in diesem Moment einen Sonderbericht. Guten Morgen. Miss Wright und die anderen Juroren haben soeben in einer 2-stündigen Telefonkonferenz besprochen, wie es mit dem Rainbow Vision weitergeht. Sie werden bald eine Erklärung abgeben. Haltet alle mal die Klappe und hört zu. Bitte heißt mit mir das regionale Rainbow Vision Auswahlkomitee willkommen. Ramona Barnes und Paris Hilton. Nach ausgiebiger Beratung sind wir zu einer Entscheidung gekommen.
Jede Hochschule, die das möchte, kann einen Host für den Rainbow Vision vorschlagen. Im Anschluss werden alle Studenten der teilnehmenden Hochschulen darüber abstimmen, wer den Wettbewerb moderiert. Was? Das? Wir sollten den Contest moderieren! Es passiert also wirklich. Selbstverständlich. Und um allen teilnehmenden Hochschulen Chancengleichheit zu gewähren, wurde Folgendes entschieden. Die Abstimmung über den neuen Host findet nicht an der Rainbow High statt. Stattdessen wird diese Abstimmung an unserer Partnerhochschule stattfinden. Der Shadow High. Shadow High? Ihr Ernst? Yes! Yeah. Ich wusste, dass es klar. Okay, so läuft das. Denkt dran, das war nur Phase 1. Ja, Phase 1. Wir müssen ein Riesenevent an unserer Hochschule veranstalten. Wir sollten langsam Pläne machen für Phase 2. Phase 2. Phase 2. Live von der Shadow High. Die Spannungen sind groß. Besonders zwischen Shadow High und Rainbow High. Das ist ein Skandal! Phase 2 hat begonnen. Alle auf Position. Name? Das ist doch ein Scherz, oder? Meine Schwester macht keine Scherze. Name? Holly und Laurel Devious! Okay, wir haben uns schon gesehen. Beim letzten Rainbow Vision oder bei den letzten 15 Twincons. Ihr seid leider nicht auf der Liste. Doch, ganz sicher. Wir sind hier für den Host-Wettbewerb, um unsere Rolle als Moderatorinnen beim Rainbow Vision zu verteidigen. Oh, Devious mit E. Hab euch gefunden. Okay. Willst du dich prügeln? Süß. Oh nein, jetzt habe ich aber wirklich Angst. Die haben Nerven. Die sind immer noch sauer, weil wir sie damals beim Zwillingskontest für Kleinkinder mit Diademen bei der TwinCon besiegt haben, und zwar vor 15 Jahren. Oh nein, sie ist wütend. Oh. Die andere Madison, dich kennen wir schon. Yay, Smiley Face Emoji. Wir können dich absolut nicht ausstehen. Wisst ihr, ich sehe das anders. Ich kann euch zwei nicht ausstehen. Rainbow High Austauschstudentin Mina Floor. Oh, das heißt, du musst bei den Rainbow High Studenten sitzen. Sorry. Wieso? Ich komme von der Designhochschule Bengaluru. Außerdem habe ich 5 Millionen Follower und allein in diesem Jahr 300 Tanzvideos hochgeladen. Ich bin ziemlich zufrieden an der Rainbow High. Namaste! Bist du Jewel Ritchie? Ob ich die Erbin des Ritchie Fashion Houses bin, stolze Besitzerin von 15 Pudeln und den zweitgrößten Smaragdohrringen der Welt? Ja, wer soll ich denn sonst sein? Das ist, als wären wir auf feindlichem Territorium. Aber sowas von. Ich weiß ja nicht. Es ist irgendwie ziemlich cool hier. Ich werde mal so tun, als hättest du das nicht gesagt. Also, ich müsste da was mit euch besprechen. Das wäre wichtig. Das muss noch warten. Weißt du, die Shadow-High-Spione sind überall. Das ist echt lächerlich. Doppelzopf, hier ist Kaugummiblase. Naomi, mein Codename ist Kaugummiblase. Deiner ist Kunstpelz. Ich mag den Codenamen aber nicht. Wer ist auf diesen Namen gekommen? Wir beide. Vergiss die Codenamen. Heather, kannst du mich hören? Hier spricht Naomi, verstanden? Verstanden. Im Backstage ist alles bereit. Nicole, bei euch auch? Oh ja, hier ist alles vorbereitet. Hallo? Hallo? Wir wollen uns anmelden. Finn? Hey. Ich meine, Finn, hey, wie läuft es auf der Pacific Coast High? Noch besser jetzt, wo ich dich sehe. Wie geht's dir? Wollen wir zusammen sitzen? Oh, ich glaube, man darf nur mit Leuten von seiner Hochschule zusammensitzen. Aber wir quatschen später. Bis dann. Hi, Sunny.
Ich bin Lila Yamamoto. Ich komme als Austauschstudentin von der Tokyo Arts High. Miss Morton sagte, du interessierst dich auch für Animes? Ich liebe Animes über alles. Ich würde sie essen, wenn sie lecker wären. Oh, echt cool. Wollen wir zusammen Animes machen? Oder wir könnten zusammen Mangas zeichnen. Oder wir könnten einfach beides machen. Ja. Komm, setz dich zu uns. Kann mir mal jemand erklären, warum es so wichtig ist, wer Host wird? Der Host ist das Gesicht des Rainbow Vision. Er hat einen gewaltigen Einfluss darauf, welche Bands weiterkommen und welche am Ende rausfliegen. Verstanden, aber hör auf, deinen Rainbow Vision TV-Text an mir zu testen. Ich mag das nicht. Sorry, Ruby. Aber es klang gut, oder? Also, wann willst du uns mal vorstellen? Wie wär's mit mir? Huh? Willkommen zur Eröffnung des diesjährigen Rainbow Vision Song Contests. Woohoo! Zunächst ein großes Dankeschön an die Shadow High, die uns netterweise diesen Hörsaal für die erste Host Competition überhaupt zur Verfügung gestellt hat. Ohne weitere Umschweife kommen jetzt unsere ersten beiden Teilnehmerinnen von der Rainbow High, Holly und Laurel Devious. Jetzt! Damit war ja zu rechnen. Miss Wright, was ist hier bitte los? Wer weiß. Wir sollten erstmal von der Bühne gehen. Wow! Und noch ein Chanel Onyx Meisterwerk. Ein Meisterwerk, getragen von einem Meisterwerk. Die Sonnenfinsternis ist hier. Die Shadow High heißt euch herzlich willkommen zur ersten Host Competition überhaupt. Unsere Hochschule, unsere Regeln. Wer wird der nächste Host werden? Wie wär's mit mir? Oder mir? Oder vielleicht mit mir? Oder vielleicht wird es auch jemand von euch? Ich hasse es. Du sprichst mir aus der Seele. Bevor ich den offiziellen Startschuss für diesen Wettbewerb gebe, würde ich gern jemanden von der Rainbow High bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen. Du, komm rauf. Warte. Geh nicht. Okay, wie ist dein Name? Ainsley. Und Ainsley, du hast schon mal beim Rainbow Vision mitgemacht und wie du weißt, hat deine Hochschule jedes Jahr gewonnen. Denkst du, das ändert sich dieses Jahr? Nein. Und wieso? Weil ich die Rainbow High verlassen werde, um an die Shadow High zu gehen. Und wir werden diesen Rainbow Vision gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, Ainsley. Ab jetzt bist du im Gewinner-Team. Und ich, Glitch, hoffe, dass ich eure Moderatorin sein darf. Eine neue Ära des Rainbow Vision beginnt. Jetzt! Wie konnte sie uns das antun? Ich weiß es nicht, Avery. Ich weiß es nicht. Hey, Leute. Hey? Ainsley, ist das wirklich wahr? Du willst die Rainbow High verlassen? Ja, ich muss das einfach machen. Bitte hasst mich nicht. Dich hassen? Es ist so, als ob wir dich gar nicht kennen würden. Also, Rainbow Dream, ihr habt im letzten Jahr den Rainbow Vision gewonnen. Yay! Okay, warum denkt ihr, Holly und ich sollten dieses Jahr wieder moderieren? Naja, letztes Jahr waren wir so fokussiert auf unsere Performance, dass wir gar nicht auf die Moderatoren geachtet haben. Aber dieses Jahr wollen wir sehen, wie ihr euer Ding macht.
Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass alle Teilnehmer des diesjährigen Rainbow Vision die Möglichkeit bekommen, in der Skihütte der Glitzerschwestern zu wohnen. Und es gibt 15% Rabatt auf alle Skilift-Tickets beim Kauf eines heißen Kakaos. Na, was sagt ihr dazu? Echt nice! Haben wir eigentlich schon erwähnt, wie sehr wir uns auf diesen Contest freuen? Wir können es gar nicht abwarten, zusammen mit den anderen Hochschulen die Bühne zu rocken. Okay. Harley und ich stehen nicht so auf Rocken. Das ist ja wirklich schade. Naja, aber das erklärt einiges. Was soll das denn bitte bedeuten? Okay, also dieser Buzzer bedeutet wohl, dass wir jetzt den nächsten Kandidaten für unseren Host-Contest vorstellen sollen. Wow, das war ja noch schlechter, als wir es uns erträumt hatten. Siehst du, Laurel? Ich sag doch, die beiden träumen von uns. Au! Oh, Freude, schreien das Emoji, es passiert wirklich! Sieht so aus! Was genau passiert denn? Was ist denn los mit euch, Leute? Ich bitte um Applaus für die K-Pop-Legende von den Royal Three, Tiara Song! Hallo, Rainbow Vision! Ich fühle mich geehrt, die Chance zu bekommen, den diesjährigen Rainbow Vision zu moderieren. Ja! K-Pop, hätte ich mir denken können. Es ist unglaublich, dass du uns verlässt. Ich kann es einfach nicht fassen. Ich habe wirklich sehr lange darüber nachgedacht. Und die Rainbow High bedeutet mir so viel. Aber die Shadow High gibt mir mehr Möglichkeiten als Künstlerin. Nice. Dann macht mal alle Lärm für Harley und Ayesha. Eigentlich sind die beiden Kandidatinnen von verschiedenen Hochschulen, aber trotzdem haben sie heute zusammen performt. Und genau um diese Art von Teamgeist geht es beim Rainbow Vision. Als nächstes wollen wir zwei Kandidatinnen von unserer Lieblings-Reality-Show Pacific Coast begrüßen. Simone Summers und Phaedra Westwood. Ich habe gehört, dass Phaedra und Finn Rosado jetzt ganz offiziell daten. Das ist vollkommener Blödsinn. Ich bin Phaedra Westwood. Und ich bin Simone Summers. Ihr kennt uns wahrscheinlich aus dem Reality-Show-Hit Pacific Coast. Wir wissen, was ihr alle denkt. Warum sollten zwei ultra-berühmte Reality-Show-Stars und gute Freundinnen von Paris Hilton den diesjährigen Rainbow Vision Song Contest hosten? Wir werden es euch erklären. Zuerst mal Drama. Was ich nicht verstehe, ist, dass du es uns auf diese Art sagen musstest. Vor der ganzen Hochschule. Ich habe versucht, es euch vor der Show zu sagen. Ach komm schon, Ainsley. Du hast es nicht wirklich versucht. Und du hättest es uns direkt sagen müssen, als du dich entschieden hast. Ihr tut, als hätte ich euch das Geheimnis des Jahrhunderts verschwiegen. Das hast du. Und zu guter Letzt haben wir euch noch was Großes mitzuteilen. Wenn wir eure Hosts werden, wird jeder von euch irgendwann mal bei Pacific Coast zu sehen sein. Das haben uns die Producer versichert. Und jetzt zurück zu Glitch. All diese Teilnehmer haben so viel zu bieten. Von Gutscheinen über ungezügelten Fanatismus bis hin zu grenzenlosem Drama. Und dann ist da noch meine Wenigkeit. Ich könnte euch beeindrucken, aber beim Rainbow Vision geht's nicht um mich, sondern um die Musik. Mit mir als Host bekommt ihr den aufregendsten Rainbow Vision ever. Ich will, dass ihr alle Teilnehmer kennenlernt, und zwar besser, als das in der Vergangenheit möglich war. Bei dieser Reise sollten wir jeden Schritt gemeinsam gehen. Loggt euch bei der Rainbow Vision App ein, um eure Stimme abzugeben. Wow, das war richtig nice.
Alle Teilnehmer waren unglaublich. Also ich finde, alle außer Laurel und Holly waren unglaublich. Aber sollten wir nicht für jemanden von unserer Hochschule stimmen? Willst du wirklich Laurel und Holly auf der Bühne sehen und das über den ganzen Wettbewerb? Und wenn Tiara gewinnt, dann werden wir sie über den ganzen Wettbewerb sehen können. Ja, aber wenn sie moderiert, wird sie dann auch mit ihrer Band auftreten können? Wo gehst du denn hin? Avery! Entschuldigt mal, ihr könnt hier nicht rumlaufen. Ihr habt sicher keine Backstage-Pässe. Wir brauchen nur einen kleinen Moment, bitte. Ach, von mir aus, aber du wirst sie im Auge behalten. Wow, du bist so schnell eine von ihnen geworden. Autsch! Warum könnt ihr euch nicht einfach für mich freuen? Das ist so unfair. Du hast uns bloßgestellt. Und zwar vor allen. Unsere beste Freundin verlässt die Rainbow High, um sich unseren Rivalen anzuschließen. Das ist so hart. Wir brauchen jetzt etwas Zeit. Avery? Aiden? Die Stimmen sind gezählt. Der Host des diesjährigen Rainbow Vision ist... Glitch von der Shadow High. Zum ersten Mal in der Geschichte wird der Rainbow Vision von jemandem gehostet, der nicht von der Rainbow High ist. Schon jetzt liegen die Nerven blank. Und das, obwohl der eigentliche Contest noch nicht einmal angefangen hat. Als morgens aufzuwachen und sich selbst sagen zu können, ich bin wichtig. Wei, ist dir Rainbow Vision TV vielleicht etwas zu Kopf gestiegen? Aber sowas von. Und ich liebe es. Entschuldige mal, wir halten momentan ein Team-Meeting. Hey, ich bin Mila Barrymore. Ich soll heute ein paar Fotos von dir machen. Oh, Fotos von mir? Wir werden uns gut verstehen. Ich hab sie angeheuert. Mila weiß, wie sie diese puren Emotionen mit ihren Fotos einfängt. Du wirst sehen, die Rainbow Vision TV-Reporter sind wie eine Familie. Unsere Sendung ist vom Feind infiltriert worden? Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, aber das sind Phaedra Westward und Simone Summers von der Pacific Coast High. Schon klar, aber was machen die hier? Rainbow Vision TV muss verschiedene Hochschulen repräsentieren. Es kann nicht immer nur um Rainbow High Studenten gehen. Hi, Ash Silverstone und Heather Grayson. Wir sind von der Shadow High. Willkommen, liebe Mitarbeiter. Ich bin Robin. Das sind immer noch unsere Erzfeinde. Komm schon, Violet. Teamwork ist das Herz unserer Show. Und vergiss nicht, sie macht eine Doku über uns. Wir müssen uns mit ihnen arrangieren. Entschuldige mal, River Kendall? Du denkst wirklich, dass du ein Rainbow Vision TV-Reporter sein kannst, obwohl du selber am Wettbewerb teilnimmst? Ich bin absolut vertrauenswürdig und liefere nur die Fakten. Nein, unmöglich. Alle, die dafür sind, River zu feuern, heben die Hand. Was? Ihr könnt mich nicht einfach feuern. Okay, dann verlass deine Band. Niemals. Wir werden doch heute vorsingen. Dann tut's mir leid. Aber es wurde demokratisch entschieden. Du bist raus, River. Was ist da bitte gerade passiert? Dann bist du wohl Co-Moderatorin. Warum wollten Sie, dass ich mich so spontan entscheide? Heute sind doch die Auditions. Nehmen wir uns doch den Rest des Tages frei. Wir gehen zum Lunch und spazieren ein bisschen am See. Ich habe keine Zeit, mir frei zu nehmen. Wir müssen heute vorsingen. Ich muss mich fokussieren und ich muss üben, okay? Ich muss los. Willkommen zurück, Rainbow Vision TV-Fans. Ich bin Violet Rillo und bin eure neue und verbesserte Co-Moderatorin Phaedra Westward. Wir schalten jetzt zu Heather Grayson, die live von der Mainstage berichtet. Es ist soweit. Die Auditions für den Rainbow Vision fangen jeden Moment an. Seid ihr schon aufgeregt, Leute? Willkommen zum Rainbow Vision, der internationalen Hochschul-Song-Competition. Nie gab es mehr Teilnehmer. Und glaubt mir, in diesem Jahr werden die Auditions ganz besonders aufregend.
Die Teilnehmer haben nur 20 Sekunden Zeit, um die Jury zu beeindrucken. Wenn sie das schaffen, kann jedes Jurymitglied einen Scheinwerfer leuchten lassen. Nur wenn alle drei Scheinwerfer aufleuchten, geht es in die nächste Runde. Und nicht vergessen, die Teilnehmer müssen über den gesamten Wettbewerb hinweg bei der gleichen Gruppe bleiben und den gleichen Song performen. Es wird nichts geändert und nicht gemogelt. Und kein Spielchen, verstanden? Der erste Teilnehmer kommt von der Rainbow Hype. Bühne frei für den Assistenten? A-S-S-I-S-T-E-N-T, so buchstabiert man Assistent. Ja, das bin ich, Holly. Und Laurel sind die wunderschönsten Göttinnen auf der ganzen Welt. Wenn ihr jemals... Du bist zum Totlachen. Was allerdings nicht zum Totlachen ist, ist, dass er nur einen Scheinwerfer bekommen hat. Sorry, aber für dich ist der Rainbow Vision zu Ende. Als nächstes haben wir jemanden aus den Niederlanden. Sie liebt Parfum, Fashion und ist verrückt nach Eiscreme. Ich bitte um Applaus für Natascha Siemer mit einer Live-Performance aus der Shadow High. Everybody wants a look, now I gotcha. Nothing gonna stop ya, look by Natascha. You see I caught ya, that's what I thought ya. Look, look, look by Natascha. Honey, gold dust, lip gloss, feels like money. Disco metallic, sparkling sunny. Set free. Für Natascha geht der Rainbow Vision weiter. Yeah. Als nächstes kommen wir zu einer vielversprechenden Songwriterin von der Rainbow High, Delilah Fields. They say things happen for a reason. I gotta do what I believe in. I'm looking for something more. So what am I waiting for? I just need... Das war echt knapp, Delilah. Paris Hilton, warum gab's keinen Scheinwerfer von dir? Delilah, du hast Talent, das ist offensichtlich. Aber leider brauchst du hier mehr als nur das. Du brauchst eine mega Bühnenpräsenz. Arbeite daran, dann sehen wir uns nächstes Jahr. Und jetzt live von der Bottom Barrel High. Macht mal Lärm für Both Dumb Dolls. Bereit, River? Ja, ja, na klar. Bühne frei für Both Dumb Dolls. Bum bum bum, high school is cool, but football is hard. Bum bum bum, what can we do to make us all stars? Bum bum, the world wants to know how famous we'll be, but I'd rather be home with you chilling with me. Kein einziger Scheinwerfer? Autsch! Tut mir leid für euch. Euer Rainbow Vision endet hier. Oh nein! Oh ja! Der erste Tag der Auditions ist vorbei! Und keine einzige Rainbow High Band ist weiter! Rainbow High, wir müssen dranbleiben! Du warst unglaublich! Die Jury hat überhaupt keine Ahnung. Heute habe ich nicht nur meinen Job bei Rainbow Vision TV verloren, sondern auch noch meine Chance beim Rainbow Vision zu gewinnen. Ich glaube, ich krieg einfach nichts mehr gebacken. Was findest du nur an mir? Bei mir läuft alles schief. Ich brauche etwas Abstand. Du hast recht. Du brauchst eine Pause. Nein, wir brauchen eine Pause. Ihr drei wurdet für würdig befunden, an meinem Set-Design-Workshop teilzunehmen. Und ich erwarte von euch, dass ihr dieser Ehre auch gerecht werdet. Also, bei Nicole bin ich sicher, dass sie auf Shadow-High-Niveau performt. Aber ihr zwei? Tja, wer weiß. Entschuldige bitte die Frage, aber was genau sind das für Workshops? Ach, selbstverständlich hat man dich an der Rainbow High nicht informiert. Während des Rainbow Vision werden erfahrene Studentinnen wie ich zum Beispiel, unerfahrene Studienanfänger, das seid ihr, in Workshops unterrichten. Wenn ich an eurer Stelle wäre, und in Schatten sei Dank bin ich das nicht, würde ich mich anstrengen. Aber selbst wenn ihr euer Bestes gebt, wäre das wahrscheinlich irgendwo zwischen Durchschnitt und Mittelmaß. Inspirierende Ansprache.
Du wirst ein Lichtkonzept für meinen Workshop entwickeln, verstanden? Oh, das wäre mir eine Ehre. Licht ist meine Leidenschaft. Okay, das war weird. Gehen wir. Hallo, Erstsemester. Ich bin Coco Vanderbolt und... Jojo, hier ist Coco. Okay. Nein, ich sagte nur rote Süßigkeiten in Melins Umkleide. Rot, nicht Burgund. Also dann, willkommen zu euren Workshops. Wir kümmern uns erstmal um die Basics. Mein Rainbow Vision Motto ist IKK. Immer Kontakte knüpfen. Jeder Tag, an dem ihr nicht mindestens 15 Leute trefft, ist ein verlorener Tag. Alles klar? Beim Rainbow Vision kann jederzeit was Unerwartetes passieren. Mein Motto ist IAK. Immer alles kommunizieren. So vermeidet ihr Missverständnisse untereinander. Ihr wisst schon, damit ihr nicht hintergangen werdet. Also, mein Motto für den Rainbow Vision ist L-E-C-C-M-I-S-H-H. Und das steht für... Wie wär's, wenn wir die Sache erstmal auf sich beruhen lassen? Jojo, hier ist Coco. Nein, um 4 haben wir ein Rainbow Vision TV Special und... Oh, Glitch! Hi, ich bin Coco Vanderbolt. Du bist die Managerin der Rainbow Divas, richtig? Ja, genau. Und ich bin ein Riesenfan von dir. Ich freue mich drauf, wenn du mit deinem Song das Halbfinale eröffnest. Wenn du irgendwas brauchen solltest, ganz egal was es ist, dann komm direkt zu mir, okay? Oh, okay. Danke. Ich muss dann mal los. Ja, sicher doch. Kein Problem. Mach dein Ding. Ihr zwei habt noch viel zu lernen. Glitch, du musst ein Selfie mit mir machen. Ich würde mich sehr über ein Interview mit dir freuen. Was für eine Hautcreme benutzt du? Macht Platz, ihr Versager. Glitch, in 10 Minuten ist Showtime. Okay. Sorry. Hör zu, ich freue mich für deinen Erfolg als Rainbow Vision Host. Aber pass auf, dass du deine Song-Performance nicht in den Sand setzt. Schon wieder. Die Moderatorin muss singen? Ich dachte, Glitch wollte nie wieder singen, nachdem was bei ihrem letzten Auftritt passiert ist. Das ist eine Million Jahre her, okay? Das ist Glitch. Sie schafft das schon. Hoffentlich besteht ihr Song nur aus Melodien und es gibt keinen Gesang oder Zuschauer. All my life I've been... All my life I've been trying... All my life I've been trying, trying to be me. At the edge of the spotlight, so hard not to freeze. I wanna write my own song on the page of my heart. There's so much I'm unsure of, don't know where to start. Wo soll ich nur anfangen? Also sie wird auf jeden Fall gesigned. Willkommen zu Tag 2 der Rainbow Vision Auditions. Welche Teilnehmer es ins Halbfinale schaffen, wird sich heute entscheiden. Es wird verletzte Gefühle und ausufernde Freude geben. Tränen werden fließen. Hier sind die Royal Three! Ich werde meine Stimme finden. Das war keine große Überraschung. Für die Royal Three geht der Rainbow Vision weiter. Und als nächstes Stella Monroe mit einer Live-Performance ihres Songs Tea Party Time. Hey,
Ich hoffe, dass ihr mich gut seht. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Tee. Alles ist bereit, der Tee ist serviert. Setzt euch dazu und lästert mit mir. Nehmt euch ein Tässchen und spreizt den Finger ab. Dann trinkt ein Schlückchen, genau wie ich das mache. Alle mögen Gossip, c'est la vie. Der Tisch ist gedeckt für die Teeparty. Oh, sieht aus, als würde unsere Jury Kaffee bevorzugen. Kein Scheinwerfer. Damit ist Stella Monroes Rainbow Vision wohl vorbei. Warum war ich auch noch der K-Pop-Gruppe dran? Weißt du, ich habe von meiner Schwester Naomi gehört, du wärst richtig krass talentiert. Könntest du vielleicht diese Flyer für mich verteilen? Bitte. Bitte? Wow. Ja klar, mach ich. Und als nächstes, diese Glitch ist so bäh, ich könnte mich übergeben. Assistent, ich warte schon ewig auf mein Mineralwasser. Irgendwas ist hier faul. Komm, Laurel. Was für ein spektakulärer letzter Tag für die Rainbow Vision Auditions. Als nächstes kommt das Halbfinale. Hier kämpfen die besten Artists um einen Platz in den Top 3. Wir sehen uns. Ich bin Glitch und das hier war der Rainbow Vision. Auditions sind durch und das Rainbow Vision Halbfinale ist nur noch wenige Tage entfernt. Während an der Rainbow High die interessantesten Workshops laufen, wimmelt es in der Skihütte der Glitzerschwestern geradezu von Rainbow Vision Teilnehmern. Für einen Blick hinter die Kulissen ist Heather Grayson live vor Ort. Danke, Violet. Ich bin hier in der Hütte der Glitzerschwestern. Sieht aus, als hätten wir ein paar technische Schwierigkeiten. Bevor wir zurück zur Skihütte der Glitzerschwestern schalten können, übergebe ich das Wort an unseren Sponsor. Die Skihütte der Glitzerschwestern. Die Skihütte der Glitzerschwestern hat alles, was du dir für einen unvergesslichen Urlaub nur wünschen kannst. Ein atemberaubender Gemeinschaftsraum mit heißer Schokolade und optimaler Selfie-Beleuchtung, damit eure Standardgesichter keine Filter brauchen. Gibt's alles hier. Skipisten mit echtem Kunstschnee? Na klar! Luxuszimmer, in denen ihr Fotos machen könnt, auf denen es aussieht, als wärt ihr steinreich. Aber sicher! Und dazu haben wir noch Highspeed-Internet, damit ihr alles schnell posten könnt. Die Skihütte der Glitzerschwestern. Unsere Live-Schalte steht wieder. Hallo? Violet? Phaedra? Das WLAN hier ist eine Katastrophe. Fake News! Das WLAN wird heute instand gesetzt. Viel Spaß bei den heutigen Workshops. Ich bin Mina Flor. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen zum Bollywood Dancing für Einsteiger Workshop. Wir starten mit ein paar klassischen Bhangra Moves. Finn? Wow, ich wusste nicht, dass du tanzt. Tja, ich bin voller Überraschungen. Schön, dass du hier bist. Erst dürfen wir nicht mehr moderieren und jetzt hat auch noch unsere Skihütte einen schlechten Ruf. Bei diesem Rainbow Vision läuft gar nichts nach Plan. Assistent, Holly könnte eine Erfrischung gebrauchen. Sofort! Oh, wo ist er? Er hilft wohl gerade unseren beiden Vampirzwillingen. Gott, ich hoffe, sie saugen ihm nicht das Blut aus. Eure Tanzschritte sehen schon ziemlich gut aus. Für den nächsten Teil des Tanzes werde ich euch in Duos aufteilen, alles klar? Also, wie wär's mit Nicole und Gabriella? Ash und Finn? Und Maya und River? Hey, können wir reden? Spar dir das für die Tanzfläche, River. Ja, was immer, das hier auch ist. Ein Tanz sagt mehr als 1000 Worte. Warte, was kommt als nächstes? War das dieser Move mit dem Arm, der mich immer so an Volleyball erinnert? Naja, den hatten wir schon. Jetzt sind wir bei dem hier. Stimmt, genau. Glühbirne eindrehen und Dumka, Dumka, Dumka.
genauso. Nur noch ein kleines bisschen mehr Doom in deinem Paar, Gabriella. Au, River, gönn meinem Fuß eine Pause. Ich weiß ja, du liebst Pausen. Aber... Nicht vergessen, was auch immer ihr sagen wollt, sagt es mit Tanz. Sieh dir das an. Geschmacklos. Das hätten wir sein sollen. Unser Poster, unsere Bühne, unser Rainbow Vision. Yes, Boo, look at this epic stage. Aw, they used our fave colors. OMG, everybody, you don't have to beg. Guys, if you want us to host, just ask. Look away. Is she really trying to pass off vintage Chanel as her own? The nerve. Assistant commence cancellation. I still don't know his name. It's just sad. Start a hashtag. Hashtag it's just sad. Thank you. Next. Click, click. Where she saw it. Sus. Assistant, I swear I ordered a dragon fruit smoothie with a triple vanilla pump. Why are they even doing auditions? I know, everyone is just basic. TBH, we're kind of nailing this. Facts. Should we go get a nanny? Click, click. Look at us, la 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 la. Look at us, la 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 la. Look at us, la 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 la. Look at us, ooh la la. Like a matte plaid with a mega rhinestone on my pinky? Or what about like an ombre hot pink with a snowy metallic glaze? Oh my god, love. That'll be so lit for the show. Speaking of, are these shoes not such a mood? Bet. We better get back. Who knows what kind of fashion nightmares are happening without our presence? Click, click. Ich muss jetzt proben, und zwar ohne Publikum, okay? Alles klar, dann zeigt mir mal, was ihr könnt. Fertig! Und 5, 6, 7, 8! Captivating, stunning, glowing, like what you see. Fascinating, flawless, flowing, all eyes on me. Okay, schnappt euch euren Partner. Cause when you think you've seen it, I'll give you so much more. Ihr macht Fortschritte! Und jetzt wechseln wir die Partner. Nicole und Ash. Cole, deine Lippen bewegen sich, arbeite daran. Und jetzt Gabriella und Finn. Okay, das war's dann für heute. Amaya, können wir jetzt reden? Ich glaube, ich habe schon alles gesagt mit dem Tanz. Wow, so viel Drama. Ihr wart echt gut, Leute. Willkommen zurück bei Rainbow Vision TV. Die Workshops neigen sich dem Ende zu. Die teilnehmenden Künstler proben ihre Choreografien und die finalen Soundchecks laufen. Ich freue mich, sowas von Harley Limestone zu lernen. Ihre Lyrics sind einfach so krass. Ich bin echt gespannt, den Rest von deinem Song morgen im Halbfinale zu hören, Natascha. Ja, bin ich auch. Ich meine, ich kann es kaum erwarten, den ganzen Song zu singen. Yeah! Willkommen zu meinem Workshop Schreibt und Rockt. Also let's rock! Jewel, mit diesem Kleid könnte man über den roten Teppich laufen. Vielleicht ein bisschen zu schick, um hinter den Kulissen zu arbeiten, aber das bin ich auch. Ja, ganz genau. Du bist Stylistin der Promis.
Und du hast es verdient, dich selbst auch wie ein Promi zu fühlen. Wow, wenn du schon so ein Outfit trägst, was wird Jewel dann erst für die richtigen Teilnehmer entwerfen? An der Rainbow High geben wir immer unser Bestes, Ainsley. Vielleicht hast du das nach deinem Schulwechsel vergessen. Okay, das ist echt unterhaltsam, aber mein Kalender ist noch voller als der von Jewel. Wer kommt als nächstes? Die Royal Three. Und was den Zeitplan angeht, bin ich bei dir. An der Shadow High wissen wir, wie man Termine einhält. Ah, die Royal Three. Keine Zeit für Autogramme. Eure Outfits sind fertig. Was machst du denn hier? Deine Band muss sofort zum Soundcheck. Hey, du hast was fallen lassen. Oh, danke. Ich... Na kommt schon, los, Bewegung. Habt ihr Fragen? Ja, hast du eine Idee für den zweiten Verse von meinem Song? Was hast du denn schon bis jetzt? Wir können daran arbeiten. Weißt du, das, was ich performt habe, ist alles, was ich habe. Was? Das Halbfinale findet morgen statt. Ja, ich weiß. Deshalb mache ich diesen Kurs hier. Könnten wir dann jetzt meinen Song schreiben? Ich muss sagen, das wäre eine gute Praxisübung fürs Songwriting. Wir sollen unseren Workshop damit verbringen, ihr zu helfen, den Rainbow Vision zu gewinnen. Also, ich passe. Ist das überhaupt erlaubt? Es gibt keine Regeln, die besagen, dass die Songs von den Teilnehmern geschrieben werden müssen, nicht mal von Studenten derselben Hochschule. Es spricht nichts dagegen. Natürlich nur, wenn ihr Lust hättet. Nein, da bin ich ganz sicher raus. Viel Spaß an etwas zu arbeiten, wofür sie das Lob einheimst. Okay, dann legen wir mal los. Ach, wo sind die Rainbow Divas? Meine Klientinnen gehen erst in die Maske, wenn sie dafür angemessene Räumlichkeiten haben. Alle hier benutzen die gleichen Räumlichkeiten. Alles in Ordnung. Das passt schon. Wir sind die Rainbow Divas, ist das klar? Ich brauche Privatsphäre für mein Stimmtraining. Unser Stimmtraining. Wartet hier, ich regel das. Okay, wir haben besprochen, dass es beim Schreiben um Leidenschaft geht und haben ein paar Dinge aufgelistet, die dir wichtig sind. Make-up, Feuchtigkeitscreme und Parfum. Und natürlich meine Eigenkreation. Look by Natasha. Wie wär's vielleicht mit etwas in der Richtung? Oh, das hast du dir gerade ausgedacht? Ist doch nichts Besonderes. Ich habe echt massenweise Songs. Bei meinem Song will ich aber wenigstens mitgeschrieben haben. Okay, versuchen wir mal was anderes. Wortassoziationen. Ich sage ein Wort und du nennst mir die erste Sache, an die du denkst. Rockstar. Duftnote. Vegan. Ohne Zusätze. Erdig. Wow. Look. Everybody wants a look, now I gotcha. Nothing gonna stop ya, look by Natasha. Ooh, see I caught ya, that's what I thought ya. Look by Natasha. Poppy, schreib die Noten auf, okay? Daria, die Lyrics. Delilah, mach dein Ding. Are you with me? 1, 2, 3. Okay, dann kommt ihr von der Bühne und... Was soll das bitte? Was ist hier los? Hi, Coco Vanderbolt hier, Managerin von... Ich kenne dich, Coco, und wir haben hier gerade... Das ist sehr wichtig. Coco, ich werde dich direkt mal unterbrechen. Wir haben einfach keinen Platz für eine separate Umkleide. Also ich habe dafür schon eine Lösung gefunden. Den Diva Tourbus. Wenn man ihn direkt vor dem Gebäude parkt, dann könnte man... Dann mach das mit dem Bus und lass uns proben, okay? Wow, das ist ja echt der Wahnsinn. Sind wir denn gleich fertig? Ich habe Friseurtermine für uns gemacht. Oh, ich wollte später mal beim Songwriting-Workshop vorbeischauen. Aber wir wollten zusammen zum Friseur gehen. Kannst du dir vorstellen, wie die Gerüchteküche brodelt, wenn nur zwei von uns gehen? Wisst ihr was? Melin und Ayesha sind fertig. Aber ich sag's echt ungern, Jewel muss das Outfit von Sabrina noch etwas ändern. Was? Aber ich... Sie kommt nach, sobald wir hier fertig sind. Das dürfte doch kein Problem sein, oder? Okay, dann werden wir schon mal vorgehen. Wenn du
jetzt gehst, erwischst du noch das Ende vom Songwriting-Workshop. Oh nein, ich habe schon alles verpasst. And my dreams are finally set free, and I know I need. Oh, sorry. Ich hab mein Notizbuch vergessen. Tut mir leid, ich hätte nicht da. Das ist einfach genial. Du hast so viele Songs. Also, ich wünschte, ich könnte schreiben wie du. Weißt du, ich wünschte, ich könnte den Songs Leben einhauchen, wie du. Danke. Ich muss los. Zeigst du mir später noch ein paar deiner Songs? Wirklich? Ja, auf jeden Fall! Alle auf ihre Plätze für das Rainbow Vision Halbfinale! Na los! Ich hoffe, Glitch bekommt das mit dem Song hin. Es wäre nicht gut für die Shadow High, wenn sie ihren Auftritt wieder vergeigt, so wie beim letzten Mal. Willkommen beim Rainbow Vision Halbfinale! In dieser Phase des Wettbewerbs werden die Teilnehmer nicht nur von unserer hochkarätigen Jury beurteilt, sondern auch von euch, den Zuschauern. 12 Teilnehmer treten gegeneinander an. 3 davon schaffen es ins Finale, aber nur einer wird am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen. Wohin auch immer die Rainbow Vision Reise für euch geht, wir hoffen, ihr findet dabei eure Stimme. All my life I've been trying, trying to be me. At the edge of the spotlight, so hard not to freeze. I wanna write my own story, I know where to start. And there's nothing to be scared of, cause I won't fall apart. I hear the words in my head, I can do that. Keep putting in work, make it strong, make it right. And the beat of my heart is playing so fast, pounding like a drum, gonna show them tonight. I have found my on my own. Turn it up, play it so loud. If you don't know, now you know that I'm a star, I'm a champion. I made this dream mine. Make room for the new me. This is my time to shine. In the words of my head, keep putting in work, make it strong, make it right. Wahnsinn! Ganz im Ernst, hat sie einen Manager? Vielen Dank, Rainbow Vision! Und jetzt, ohne weitere Umschweife, bitte ich unsere erste Halbfinalistin und ihre Tänzer auf die Bühne, um uns etwas Bollywood-Flair zu liefern. Viel Erfolg, Mina! Was ist mit den restlichen Tänzern? Wo sind denn die anderen? Hier geht's lang. Das ist der Sondereingang zur Bühne. Die
Die beiden sabotieren Mina? Ja, sie ist vielleicht nur eine Austauschstudentin, aber ich meine, sie tritt immerhin für die Rainbow High an. Sag mal, denkst du auch, was ich denke? Yep, das schreit nach Rache. Sehr gut. Zuerst lassen wir ihre Tänzer aus dieser Abstellkammer und dann werden wir sie ihnen heimzahlen. Die Show muss weitergehen. Also, legen wir los. Es noch geschafft habt. Besser spät als nie. Diese Storm-Zwillinge. Die und ihre ständigen Sabotageversuche. Die Shadow-High muss echt mal einen Gang runterschalten. Oder 20. Also, wie wollen wir es ihnen heimzahlen? Tja, ich hab echt keinen blassen Dunst. Die nächste Künstlerin kommt von der Shadow-High, Natasha Siemer. Nataschas Performance ist absolut perfekt und es scheint, als würde sie ihre Parfumkreation über die Nebelmaschinen im Raum verteilen. Riecht nach Drama. Das kann man wohl sagen. Die Sache mit dem Parfum war eine nette Idee, aber das ist einfach zu viel. Selbst für meinen Geschmack. Riecht, als wäre eine Parfümerie explodiert. Scheint, als müssten wir unser Programm kurz unterbrechen und hier mal ordentlich durchlüften. Vielen Dank, dass ihr alle Ruhe bewahrt habt. Die Evakuierung war nur eine Vorsichtsmaßnahme. Der Wettbewerb geht weiter, sobald wir den Saal ausreichend durchgelüftet haben. Bis dahin bitte ich um Geduld. River? Hat irgendwer River gesehen? Ich frag mich echt, was da wohl schiefgelaufen ist. River! Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Alfie? Tessa! Frag mich, wer dieses Jahr wohl gewinnt. Nicht rein! Alfie! Hallo? Ich bin hier. Alfie, du bist okay. Ja, klar bin ich das. Was ist denn los? Wo sind denn alle hin? Und was ist das für ein Geruch? Wir berichten live. Hinter mir befindet sich der Hörsaal, in dem der Rainbow Vision stattfindet. Berichten zufolge soll Tessa Park von den Royal Three ihr Leben riskiert haben, um den vermissten Sänger der Kingsley Boys zu retten, Alfie Kingsley. Ich habe deinen Bandkollegen, also deinen Bruder, gesehen, aber dich nicht. Ich habe mir Sorgen gemacht, ob du vielleicht allergisch auf das Parfum reagiert hast. Geht's dir gut, Alfie? Ja, ich hab nur meine neuen Moves vor dem Spiegel ausprobiert und mir geht's gut.
Ich wusste ja nicht mal, dass du meinen Namen kennst oder dass ich gegen irgendwas allergisch bin. Eilmeldung, es geht Ihnen gut. Naja, vielleicht mehr als nur gut. Okay, genug geschnattert. Es besteht offensichtlich keine Gefahr mehr, also kann der Wettbewerb weitergehen. Jetzt, wo die Luft wieder rein ist, können wir mit der Show weitermachen. Als nächstes kommen die Royal Three! Wir beide wollten uns nur bei Glitch bedanken, und zwar mit einem kleinen Blumenstrauß. Sie war ja so professionell. Sorry, ihr seid nicht auf der Liste. Und ich wurde angewiesen, mich streng daran zu halten. Komm schon, Ainsley, Kommilitonin, Bestie, lass uns doch rein. Kann ich euch helfen? Nein, wir finden einen anderen Weg, ihr diesen Blumenstrauß zu bringen. Oh, unglaublich, wir kommen nicht in den Backstage-Bereich. Keine Sorge, die Rainbow Divas kommen jetzt und hier draußen kommen wir besser an sie ran. Und zwar völlig ungestört. Avery? Wir haben alles dreimal gecheckt und niemanden in den Backstage-Bereich gelassen. Okay, als nächstes kommen die Rainbow Divas. Wo seid ihr, Divas? Die Rainbow Divas! Wir sind Fans! Dürfen wir ein Bild machen? Oh, wir müssen jetzt eigentlich... Ach, das geht zack, zack. Und schnipp, schnapp. Letzter Aufruf für die Rainbow Divas! Wir sind hier, wir sind hier. Sorry. Ihr seid dran. Moment, was ist das? Wir brauchen Hilfe im Westflügel. Sieht aus, als wurden wir sabotiert. Wer zum Teufel macht sowas? Der Saum ist zerschnitten. Okay, das reicht. Niemand darf an meinen Designs rumfuschen. Ich mach das. Okay, alles in Ordnung. Danke! Mach mal Lärm, Rainbow Vision! Vielen Dank, Leute! Ladies and Gentlemen, hier sind die Rainbow Divas. Was? Sind diese Outfits aus Titan gemacht? Wir brauchen sofort einen neuen Plan. The sparks fly.
Wow, ihr wart alle wirklich so toll. Wirklich? Du hast alle toll gefunden? Für mich hat Ayesha ganz klar herausgestochen. Nein, nein, Melin ist der Star. Schon klar, Ayesha ist eine gute Backup-Sängerin, aber ich habe Bühnenpräsenz. Naja, also ich finde, du und Ayesha, ihr wart gleich gut. Kein Wunder. Entschuldige mal, was soll das denn bitte heißen? Keine Chance. Aus dem Weg! Meinem Roundhouse-Kick wird diese Tür ganz sicher nicht standhalten. Die nächste Band wird den Saal zum Beben bringen. Hier ist Neon Shadow! The best time of day is when you see the moon. We don't mean to throw shade. Oh, oh, oh. Yes, we do. So get out of the way, somebody's coming through. Whoa. You think something's out there? You heard a sound. Ihr seid nicht die Einzigen, die wissen, wie man ein Türschloss knackt. Dann beginnt jetzt wohl die richtige Show. Laurel, drück den Remix-Knopf. Nicht so schnell. Lippenstift, ich hab solche Angst. Nicht! Wenn ihr zwei Neon Shadow sabotiert, dann veröffentlichen wir das Video, auf dem man sieht, wie ihr Natasha sabotiert. Bitte, nur zu. Dann werden Laurel und ich uns mal mit Coco unterhalten. Und zwar über die Fans, die Fotos mit den Rainbow Divas gemacht haben. Wir wissen, dass ihr das wart. Das reicht. Haben uns all diese Reality-Shows denn gar nichts gelehrt? Ihr vier gehört zu den größten Genies aller Zeiten. Ha, das stimmt zur Hälfte. Aber gerade braucht ihr einander, ob's euch gefällt oder nicht. Wenn ihr euch weiterhin gegenseitig ausspielt, dann besteht die Chance, dass keine eurer Hochschulen gewinnt. Doch, wenn ihr Ladies euch zusammentun würdet... Was genau willst du uns sagen? Er meint, wir sollen zusammen... Das war Neon Shadow! Wir haben den Song verpasst! Das ist alles eure Schuld! All die Zeit, die ihr mit Streiten verschwendet, könntet ihr viel besser nutzen, um zu bekommen, was ihr wollt. Eure Hochschulen im Finale. Er hat recht. Okay, okay. Überzeugt. Aber nur damit das klar ist, sobald unsere Hochschulen im Finale stehen, endet dieser Waffenstillstand. Einverstanden. Die Bottom Barrel High aus dem Verkehr zu ziehen, wird nur 2 Minuten dauern. Ich weiß zufällig, dass ihre Leadsängerin Autotune benutzt. Ein E drin, oder? Das Autotune ist wohl ausgefallen. Hey, was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Bring das in Ordnung! Sofort! Okay, weiter im Text. Was haben die Kingsley Boys für eine Schwachstelle? Naja, ich glaube, bei denen stimmt einfach alles. Gesang, Tanz, Frisuren. Vielleicht klauen wir ihr Haarspray. Kommt schon, wir brauchen was Besseres. Ja, genau, und zwar ein Plan von teuflischem Ausmaß. Und jetzt, von der anderen Seite des großen Teichs, hier sind die Kingsley Boys! Rainbow Vision. When you look in our eyes, just good vibes you're seeing. And we will not be denied, we came to have some fun. We can touch the sky, the world's out there waiting. So watch us as we fly. Hold on, we're taking off. So come and join us, now's the time.
feel so alive. There's no lie, just fire. Everybody here on this ride, we'll be burning up every night. Can't hide, 'cause here comes fire. Oh, 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 oh. We will rock till the end of time. It's what we came to do. So, Rainbow Vision. Da ist doch dieser Kerl aus Australien. Wie konntest du die Zwillinge in den Tonbereich lassen? Du trägst die Verantwortung dafür. Was ist passiert? Ich habe leider keine Augen an meinem Pferdeschwanz. Und wenn ich mir die Bühne ansehe, dann scheint es, als hättest du den Backstage-Bereich nicht gesichert. Was war denn da los, huh? Ich bin so froh, dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss. Wenn du den Druck nicht erträgst, dann verschwinde doch einfach. Oh, weißt du was? Du bist raus. Sondermeldung! Wir haben brandheiße Neuigkeiten für euch! Die Kingsley Boys haben die Chance bekommen, auf Welttournee zu gehen! Und die beginnt heute Abend! Offensichtlich erregte ihr Auftritt das Interesse des australischen Musikmoguls und Milliardärs Bridget Random! Die Kingsley Boys sind damit offiziell aus dem Rainbow Vision ausgeschieden! Okay, dann wird Glitch euch ankündigen. Ihr geht da raus und rockt die Bühne zum Abschluss des Halbfinales. Noch Fragen? Ich schwöre auf die Modegötter, ohne mich würde hier gar nichts mehr funktionieren. Das dauert noch. Mischt euch doch ein bisschen unter die anderen Teilnehmer. Das ist ein Desaster! Wir brauchen etwas Hilfe hier drüben! Wieso hat man hier nie Empfang? Klinge ich echt so schrecklich ohne Autotune? Was meinst du? Alle mal herhören. Es wird später noch eine Pressekonferenz geben. Aber wir können es euch schon mal sagen. Die Rainbow Divas lösen sich auf. Vielleicht mischen wir uns erstmal doch nicht unter die Teilnehmer. Ich bitte um Applaus für die diesjährigen Rainbow Vision. Glitch! Hi, wie geht's? Wie schön, dass wir dich gefunden haben. Ja, es gibt da jemanden, der schon überall nach dir gesucht hat. Oh nein, habe ich meinen Einsatz verpasst? Was? Nein, keine Sorge, es ist immer noch Pause. Du hast alle Zeit der Welt. Und für die Wartezeit haben wir ein kleines Treffen arrangiert. Glitch, im Ernst, ich liebe es, wie du performt hast. Das war unglaublich. Oh, danke. Und dieser Song erst. Du hast Star-Potenzial. Ich sehe es schon vor mir. Zusammen können wir so viel erreichen. Oh, wow. Ich würde das gern besprechen, aber seid ihr sicher, dass ich dafür Zeit habe? Bitte check das nochmal. Ich will nicht, dass meine zukünftige Klientin ihren Einsatz verpasst. Nein, nein. Du hast noch so viel Zeit. Ja, kein Stress. Wow, das war mal ein spektakuläres Halbfinale. Nach einer Ansage von Glitch folgt der letzte Auftritt des Abends. Also, ohne weitere Umschweife, hier ist Glitch! Hat Glitch etwa Lampenfieber? Wo ist sie nur? Passt gar nicht zu ihr. Sollen wir einfach ohne Ansage auf die Bühne gehen? Wo ist Glitch? 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 Los, verteilt euch. Checkt den Green Room und die Waschräume. Einfach alle Räume. Wo ist sie?
Wir warten noch auf unseren Host. In der Zwischenzeit bitte ich nochmal um Applaus für unsere Halbfinalisten. Was habt ihr zwei mit Glitch gemacht? Wer? Wir? Das verletzt unsere Abmachung. Eigentlich ist es ja so, dass der Host offiziell nicht von unserer Abmachung geschützt ist. Glitch würde auch ohne uns beide einfach alles vergeigen. Was wir bisher auf der Bühne gesehen haben, ist bemerkenswert. Oh nein, ich habe meinen Einsatz verpasst. Natürlich haben diese Rainbow-Zwillinge mich angelogen. Wo willst du hin? Miss Hilton hat alles im Griff. Du kannst nach dem Auftritt von Rainbow Dream übernehmen. Was? Paris Hilton ist nicht der Host des Rainbow Vision, sondern ich! Wir sind gespannt, was unsere zukünftigen Stars noch erreichen werden. Und jetzt zurück zu eurem Rainbow Vision Host, Glitch. Weil gerade von Stars die Rede war. Danke, Paris Hilton, das war toll. Unsere nächsten Künstlerinnen wissen genau, wie sich die Halbfinalisten fühlen müssen. Sie sind die mit Abstand beliebteste Band des Rainbow Vision. Ich bitte um Applaus für Rainbow Dream, die singenden Ikonen. One of a kind, yeah, we ain't like no other. We got the sound and the look and they love it. We colder than ice and we hot like the summer, here to stay through the age. Love or don't, we're gonna be okay. Yeah, we're here to stay. We were made to stand the test of time. Don't you know? Heroes, they come, they go, but we will never fade away. We're the legends and we're here to stay. Hey, hey. Heroes, they come, they go, but we will never fade. No, standing up tall, stronger with every day. Legends never fade away. Dank Rainbow Dream für diese epische Performance. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Die Wahl unserer Rainbow Vision Finalisten. Es wird nur drei Finalisten geben. Diese werden sowohl von der Jury als auch vom Publikum gewählt. Unsere Teilnehmer haben hart an sich gearbeitet, um uns zu zeigen, was künstlerische Innovation bedeutet. Wer geht als Sieger hervor? Das werden wir schon sehr bald erfahren, denn die Abstimmung startet jetzt! Wir lösen das Abkommen auf. Nein, wir lösen das Abkommen auf. Wir waren die Ersten. Aber wir meinen es ernster. Warte, haben Sie... Sind das... Upsi! Rainbow Dream ist wohl schon durch. Scheint, als hättet ihr ganz vergessen, sie zu sabotieren bei all der Streiterei. Vergesst die Sonnenfinsternis. Ihr könnt euch auf was gefasst machen. Ich sag euch, dieses Mal wird ein Sturm aufziehen. Beim diesjährigen Rainbow Vision gab es die meisten Teilnehmer in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Unsere Finalisten sind also wirklich die Crème de la Crème. Und jetzt ist es endlich soweit. Die Finalisten des diesjährigen Rainbow Vision werden enthüllt. Und zwar nach der Pause. Und die diesjährigen Rainbow Vision Finalisten sind Neon Shadow von der Shadow High, die Rainbow Divas von der Rainbow High und die Royal Free von der Soul Select. Oh,
Wir berichten gerade live vom Rainbow Vision, wo soeben die Finalisten bekannt gegeben wurden. Yeah! Rainbow Divas! Oh. Los, Rainbow High! Sabrina, bedeutet das, dass die Rainbow Divas wieder zusammen sind? Ich würde sagen... Entschuldige mal, damit das klar ist. Sabrina spricht nicht für alle von uns. Die Rainbow High tritt gegen die Shadow High im Finale an. Na dann los. Ab jetzt kämpft jedes Zwillingspaar für sich. Wir sehen uns im Finale. Bis dann, ihr Loser. Ich liebe die Rainbow Divas und die Rainbow High, aber die Royal Three sind einfach die Größten. Schade, dass du nicht im Finale bist, Mina. Ich verstehe das absolut nicht. Wir haben natürlich für dich gewotet. Ich hab das. Ja, ich auch. Man könnte schon sagen, wir. Nein, nein, das versteht ihr völlig falsch. Die Rainbow Divas machen nur eine kleine Pause. Sie haben sich nicht aufgelöst. Wirklich? Merlin hat uns aber Folgendes gesagt. Zitat, das ist keine Pause. Wir lösen uns auf. Die Rainbow Divas sind ab dem heutigen Tag durch. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Sie meint damit, sie sind durch mit dieser Runde des Contests. Das habt ihr völlig missverstanden. Sie hat auch noch gesagt, ich bin so ausgelaugt, gefolgt von ein paar, Kraftausdrücken. Die Betonung liegt auf ausgelaugt. Für die Rainbow Divas ging es direkt nach ihrer Tour zum Rainbow Vision. Kann man es ihnen verübeln, dass sie erschöpft sind? Ich habe sie sogar ermutigt, sich einen Tag freizunehmen. Darum sind sie auch gerade nicht hier. Aber sie werden zum Finale erscheinen. Ist das garantiert? Und mehr Zeit habe ich leider nicht. Keine weiteren Fragen. Danke. Oh, ich freue mich ja so für dich, Tessa. Ich würde dich so gern umarmen, nur leider bin ich nicht da. Oh, ich dachte dasselbe. Aber ich bin so froh, dass du auf deiner Tour auch in Korea auftrittst. Ich werde dir aus der ersten Reihe zujubeln. Erste Reihe? Wie wär's darüber hinaus noch mit einem Backstage-Pass für dich? Wenn du drauf bestehst. 30 Minuten bis zum Finale, dann ist Showtime. Gleich geht es los. Nicht so vorschnell. Wir haben hier die Verantwortung und wir werden dafür sorgen, dass bei der Show alles rund läuft. Bei euren Spielchen im Halbfinale haben wir nochmal ein Auge zugedrückt, aber am Finale werdet ihr nicht herumpfuschen. Du solltest auf unserer Seite sein, Neuling. Das ist kein guter Start für dich an der Shadow High. Ich meine, ich könnte der Rektorin der Shadow High diesen Koffer mit Beweisen zukommen lassen. Sie würde euch sicher liebend gern von der Hochschule verweisen. Dann müsste ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, dass sie mir an der Shadow High Probleme bereitet. Ach, die hat Nerven. Ach, gehen wir wie. Wir sehen uns, Neuling. Ach, ich werde dich echt vermissen, weißt du? Klar wirst du das. Ich dich auch. Glitz, ich will dich nicht nerven, aber hast du schon drüber nachgedacht, ob ich dich managen soll? Das hab ich und ich habe mich leider für jemand anderen entschieden. Ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, meine Ziele zu erreichen. Und das kann unmöglich jemand von der Rainbow High sein. Weißt du, Neon Shadow hat bis jetzt noch keine Managerin und wir sind offen dafür, mit Rainbow High Studenten zusammenzuarbeiten. Neon Shadow, ihr seid dran. Kein Druck. Sieh dir unseren Auftritt an und danach reden wir nochmal. Willkommen zum Finale! Wir starten direkt mit der ersten Performance im diesjährigen Rainbow Vision Finale. Meine persönliche Lieblingsband, Neon Shadow! Time of day is when you see the moon. We don't mean to throw shade. Oh, oh, oh. Yes, we do. So get out of the way. Somebody's coming through. Whoa! You think something's out there? You heard a sound. Feeling your heart beat a little loud. What's going on in your head? You know it's coming true. Whoa! Look who's coming to get you. Yes, you never expected us. You can try to run, 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 but you're not gonna go far. Totally clips, and we're blocking your star. We're done with the monster drama. The only thing that matters is you're living in my shadow. Whoa, whoa. Forget
Kommt schon. Wir sind an der Reihe. Legen wir los, oder was? Wie sag ich das? Ayesha und ich denken, dass es mit den Rainbow Divas weitergeht. Nur nicht beim Rainbow Vision. Und auch nicht mit dir. Also das was? Mit dem Rainbow Vision? Und? Ihr schmeißt mich noch raus? Es ist nur, das ganze Drama bei den Rainbow Divas hat erst mit dir angefangen. Wirklich? Habt ihr nicht schon 6 andere Divas vor mir rausgeschmissen? Oder waren es 7? Siehst du, genau das ist es. Du sorgst nur für Drama. Kann ich die Gruppe nicht einfach nach dem Rainbow Vision verlassen? Ayesha und ich halten es für das Beste, die Sache möglichst schnell und schmerzlos hinter sich zu bringen. Und wir müssen so schnell wie möglich einen Ersatz für dich finden, damit unsere Tour im Sommer reibungslos verläuft. Das war's dann? Kein Rainbow Vision? Keine Rainbow Divas? Einfach nichts? Das war's mit dem Equipment von Neon Shadow. Wow, das Aufräumen ging wirklich schnell von der Hand. Ja, es ist verrückt, wie viel besser die Show läuft, seitdem wir uns nicht mehr mit den Zwillingen und ihren nervigen Sabotageversuchen rumschlagen müssen. Moment, wo ist Avery? Oh nein, die Zwillinge wollen sich bestimmt rächen. Und sie haben Avery entführt. Oder sie ist gleich davon. Ich schwör's dir, wenn das ein Zwilling ist, dann... Aiden! Überrascht? Aiden und ich dachten, du verdienst eine Verabschiedung. Wirklich? Ihr seid nicht mehr sauer auf mich? Das war ich. Aber dann habe ich darüber nachgedacht. Und ich kam zu dem Schluss, dass es vielleicht das Beste für unsere Freundschaft ist, wenn wir an verschiedenen Hochschulen sind. Was genau meinst du? Naja, unsere Freundschaft lief offenbar nicht so gut, als wir auf derselben Schule waren. Aber jetzt macht jeder von uns sein eigenes Ding und vielleicht funktioniert das ja besser. Vielleicht werden wir uns sogar gegenseitig vermissen. Und wenn sich jede von euch fragt, woran die andere gerade arbeitet, befeuert das eure Kreativität. Ganz sicher. Und wir würden dir gerne was schenken. Aiden, übernimmst du das? Ein Totenkopf-Symbol? Passend zum Shadow-High-Vibe. Auch wenn du jetzt an der Shadow-High bist, hoffe ich, dass du die Rainbow-High in deinem Herzen behältst. Ist das cringe? Kann schon sein. Aber es ist absolut perfekt. Danke. Ace forever, auch wenn wir getrennt sind. Avery, es geht los! Wo sind die Rainbow Divas? Meinen die das ernst? Sabrina, hi, ich... Warte, was machst du hier? Musst du nicht gleich auf der Bühne sein? Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Und als nächstes kommen die Rainbow Divas. Und jetzt die Rainbow Divas. Ich höre gerade, dass die Rainbow Divas vielleicht nicht erscheinen. Laut den Regeln wird eine Gruppe bei Nichterscheinen disqualifiziert. Was bedeutet... Die Rainbow High würde aus dem Contest ausscheiden. Und im Finale würden nur die Soul Select und die Shadow High antreten. Oh, warte, da passiert was auf der Bühne. Was ist hier los? Wo ist der Rest der Gruppe? Du kennst das, Sabrina. They say things happen for a reason. I gotta do what I believe in. I'm looking for something more. So what am I waiting for? I just need to walk through that door, 'cause you know that my dreams are finally set free. And I know I need to be what I'm meant to be. You see, it's my time, and now I gotta shine. I can't deny this feeling in my heart.
in Worte fassen. Das war wunderschön. Aber es wurden auch sehr viele Regeln des Rainbow Vision gebrochen. Keine Änderungen zwischen Runden an Performer, Song oder Bühnenbild, um nur ein paar zu nennen. Macht die Jury vielleicht eine Ausnahme für diesen mutigen Schritt eines Mitgliedes der ehemaligen Rainbow Divas? Ich schätze, wir werden wohl abwarten müssen. Bis nach der Pause. War wohl mit Abstand die mutigste Performance in der Geschichte des Rainbow Vision. Danke, Sabrina. Sabrina, ich wusste immer, dass du der wahre Star der Divas bist. Und ich würde dich gern bei deiner Solo-Karriere unterstützen. Ich würde echt gern mit dir arbeiten. Meinst du, du könntest Delilah auch vertreten? Der Song, den ich gesungen habe, ist von ihr. Und ich würde gern mit ihr an einem Album arbeiten. Wirklich? Yes, gefällt mir. Die letzte Performance des Rainbow Vision Finales steht vor der Tür. Doch eine Frage bleibt offen. Wird es Konsequenzen dafür geben, dass die Rainbow Divas in allerletzter Sekunde Song, Performer und so ziemlich alles geändert haben, oder? Wird man für die Rainbow High vielleicht sogar eine Ausnahme machen? Wir warten auf das Urteil der Jury. Ich möchte daran erinnern, dass nach der letzten Performance die finale Abstimmung beginnt. Und, oh, später mehr dazu. Glitch ist wieder auf der Bühne. Hierauf haben wir alle gewartet. Unsere letzte Performance des diesjährigen Rainbow Vision. Von der Soul Select, die Royal Free. Was bedeutet, dass es jetzt Zeit für die Online-Abstimmung ist. Oh, ein Moment noch.
Ich bekomme die Info, dass die Jury noch etwas bekannt geben will. Danke, Raina. Nun, was die unerlaubten Änderungen an der Performance der Rainbow Divas betrifft, nach reiflicher Überlegung sind die Jurymitglieder zu einem Schluss gekommen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Rainbow Divas disqualifizieren. Unmöglich. Oh nein. Oh, das war's wohl. Ja. Was? All unsere schönen Sabotageaktionen waren völlig umsonst. Yes. Oh nein. Es tut mir so leid, Sabrina. Alles okay? Mhm. Ich bin froh, das gemacht zu haben. Wow! Und damit hat die Jury endgültig entschieden. Die Rainbow High steht nicht im Finale, und zwar zum ersten Mal in der Geschichte des Rainbow Vision. Also, damit müsst ihr euch zwischen der Shadow High und der Soul Select entscheiden. Es geht los! Ich bin total angespannt. Ich kann nicht hinsehen. Wer ist in Führung? Shadow High. Nein, Soul Select. Die Shadow High holt auf. Ein Kopf an Kopf rennen. 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Handys weg. In wenigen Momenten wissen wir, wer gewonnen hat. Also dann, was sagt die Jury? Die Stimmen sind gezählt. Es ist Zeit, den Gewinner des diesjährigen Rainbow Vision bekannt zu geben. Miss Hilton, Sie haben die Ehre. Die Gewinner des diesjährigen Rainbow Vision sind die Royal Three von der Soul Select. Ich möchte allen Teilnehmern für ihre großartige Leistung gratulieren. Allen voran natürlich den wohlverdienten Gewinnerinnen, den Royal Three. Ich kann doch nicht glauben, dass das wirklich passiert.